Aber hinten nicht, ne? Nee, der hintere ist, der läuft über den Kopter. Aha. Die sind zwei getrennte. Wenn ich den jetzt aber hier so bewege. Boah, ihr seid wahnsinnig. Hey, geil. Also, kommt der. Sieht man zum ersten Mal. Ja, das ist. Was hat euch denn auf die Idee gebracht? Einfach. Also, meine Idee war Sargflächenboot bauen. Ja, genau. Dann habe ich Hanno kennengelernt, seit langem wieder. Wir kennen uns von früher vom Teich her. Ja, wir haben uns schon genau als Kinder oder als Jugendliche gekannt. Sagte, Mensch, Kinder, eigentlich vollgetaucht müsste das sein. Da fehlte mir dann das Wissen für die Elektronik hier vorne. Ja, cool. Weil mit dem Flugcontroller alleine geht das leider nicht, oder zumindest nicht so einfach. Ja. Weil der das Problem hat, dass er diese 12 cm, die ich da Abstand habe, nicht messen kann. Der fängt erst ab 30 cm an und ist dann noch viel zu ungenau. Das müsste man den Code also anders schreiben. Und das kann ich nicht. Also haben wir uns für diese Variante entschieden. Ja, so, cool. Okay. So, ich bin irgendwie auf Aufzeichnung, glaube ich. Alles da. Bin ja gespannt. Was ist? Ich hatte ihn noch auf dem Kopter stehen, deswegen. Ach so. Okay. Dann kann man natürlich nicht gehen. So, jetzt mal sehen. Etwas instabil. Etwas instabil? Ja. Okay. Muss stärker gesteuert werden. Dann langsam wieder zurück. Ah, viel zu instabil. Ist er steuert er sich stark? Nee, der kippt um. Er gleicht das nicht aus? Nee. Oha, ja. Muss den tiefer. Das ist die falsche Seite. Das sieht mir fast so aus, ne? Das glaube ich nicht, dann weiß ich gleich auf die Seite. Nee. Stimmt. Ja, reagiert. So, ich muss mir bemerken, dass er in der Stellung steht. Müssen wir gleich mal gucken. Okay, ich guck mal wieder. Zweiter Versuch, das stimmt. So. Hier wieder? Ja. Ja, reagiert. Jetzt reagiert auch episch doller. Ja, gut. Okay. Okay. Stabiler, ne? Aber kippt immer noch. Kommt vorne nicht genug weit raus. Ich kann ein bisschen mehr Gas. Vorne die Kufe ist am Anschlag, das sieht man, da kommt vorne gut raus. Aber so wie ich jetzt Gas gebe. Aber er hält sich ja im Prinzip schon mal irgendwie unter Wasser, ne? Also der Sensor funktioniert ja wohl irgendwie. Aber irgendwie so ganz überzeugend ist das Ganze nicht. Das müsste man eigentlich aufzeichnen. Kippt er? Kippt auch schon mal hin. Ist das zu viel? Der kippt jetzt stärker.
Vielleicht subtiler machen? Eigentlich sollte er diese Bewegung gar nicht machen. Nee, es wundert mich eigentlich, dass das tut. Ich bin kurz rangefahren. Denn dagegen sollte er eigentlich problemlos ansteuern. Dann gucken wir doch da mal rein, was passiert. Die sind jetzt doch hier am Arbeiten, du siehst. Sind am Arbeiten? Also bei denen werden. Ja. Der arbeitet, ja. Der arbeitet sauber gegen, ne? Ja. Der arbeitet doch auch wirklich so. Wie ist das eigentlich vorne mit dem Sensor? Mit dem, hast du den irgendwie, hast du eine Folie vor oder sowas? Nee, nichts. Funktioniert der noch? Ja, der funktioniert. Nee. Doch. Geht? Nicht wirklich. Ja, er hat einen kurzen. Naja, der ist nass, der Sensor ist, die Elektronik ist nass. Du kannst einfach Folie drüber kleben. Geht das? Ja. Also dünne, weißt du, so verfahren. Ja. Das reicht das noch, um dass das funktioniert? Ja, es sollte eigentlich. Kannst ja mal ausprobieren. Das kostet ja nichts. Nee, das kann man vergessen. So, probieren wir es mal mit dem. Ja doch, natürlich. Der ist raus, aber das Servo hat ja hier keinen. Der funktioniert zwar noch. Aber er kriegt kein Signal. Er kriegt kein Signal, das mache ich mir natürlich nur Sorgen. Kriegt der hier irgendwie Probleme, wenn er feucht ist? Du hast noch einen zweiten. Notfalls habe ich noch einen. Also das mag auf keinen Fall. Also das ist ja im Prinzip sind das ja kleine Lautsprecher. Ja, schon klar. Na? Also da ist ich. Den hier. Ja, ist neutral. So, die Elektronik arbeitet. Ja. Du hast ja eine gewisse Risikobereitschaft, dass du das Ding ohne Deckel fährst, ne? Aber er hält sich gerade, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich? Nicht wirklich. Funktioniert nicht? Sah eben für mich so aus, als wenn er irgendwie versucht hat, dagegen zu lenken. Also sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Ich bin also kaum kontrolliert. Er kippt immer zu der Seite weg. Zur linken, ja. Wie rum dreht sich denn deine Schraube? Rechts rum? Sollte eigentlich keine Rolle spielen. Doch. Weil er sollte es ausgleichen, indem er schräg. Ja, sollte er eigentlich, ja. Hast recht. Ja, aber dann kann man vielleicht hier ein bisschen nachlenken, dass man sagt, oh, da muss er noch ein bisschen. So, er kippt nach. Da kippt er weg, nach links. Gucken eben noch einmal. Aber das ist ja eigentlich komisch, ne? Eigentlich ist es komisch. Aber die Servos, das arbeitet wirklich richtig schön, so genau so wie es sein soll. Ja. Er legt sich nach links. Nach links. Rechtskurve fahren.
Ja. Oder muss er vorne auch gelenkt werden? Muss er in beiden, muss das auch geteilt werden? Er geht nach links weg. Er geht nach links weg.